freue mich natürlich, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, auch vielleicht zu einem etwas allgemeineren Publikum mal über Optogenetik berichten zu können. Wobei mir natürlich ganz klar ist, dass es ganz unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich neurowissenschaftlicher oder chemischer Fortbildung gibt. Also ich werde versuchen, einfache Sachen am Anfang zu erklären, und mir kommt es darauf an, dass Sie verstehen, was Optogenetik ist, und ich werde Sie nicht mit Hunderten von Anwendungen quälen hier. Am Anfang möchte ich mich natürlich für die Hertie-Stiftung und Frau Bornemann bedanken, dass sie hier das möglich gemacht hat, und natürlich bei der Hertie-Stiftung auch, dass sie unsere Forschung hier großzügig unterstützen. Herrn Röper für die sehr schmeichelhafte Einführung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch erfüllen kann. Wollen wir mal gucken, was wir daraus machen können. Und natürlich für die Hausherren hier, dass sie uns ermöglicht haben, in diesem schönen Hörsaal etwas über Optogenetik berichten zu können. Jetzt können wir gleich loslegen. Die Optogenetik hat zwei Wurzeln. Die eine Wurzel sind die Algen, die Sie auf der, wo Sie ein Vertreter auf der linken Seite sehen. Das ist die Alge Volvox. Eine kleine Mikroalge mit mehreren hundert Zellen an der Oberfläche und ein paar reproduktive Zellen im Inneren. Da kommen die Tools her, also die Werkzeuge, die wir verwenden, und auch meine Arbeit bezieht sich im Wesentlichen auf die linke Seite. Und dann natürlich auf der rechten Seite die berühmte Maus, die jetzt mit Licht irgendwie verändert wird. Da kommen wir noch zu. Und das ist natürlich oder beruht auf dem Verlangen oder dem Bedürfnis der Neurowissenschaftler, die Funktion der einzelnen Zellen zu verstehen. Und beide Seiten sind gleich wichtig eigentlich. Und wenn wir uns in das Gehirn mal ein bisschen näher reinarbeiten, von außen sieht es ja ziemlich unspektakulär aus, da kann man nur schwer darauf schließen, was innen passiert. Aber noch schlimmer, wenn man innen reinschaut, da weiß man auch nicht so genau, was das Gehirn eigentlich tut. Und da stellt man fest, dass es ziemlich unstrukturiert ist. Man sieht nämlich Tausende oder Millionen von Zellen, die alle ziemlich ähnlich ausschauen. Also hier gibt es einige Zellen, die jetzt hell erleuchtet sind. Wir wüssten gerne, was die machen und was die anderen eben nicht tun. Wir möchten gerne einzelne Zellen aktivieren, ohne die anderen zu verändern. Und das ist die Kunst und die große Frage seit dem Ende der 70er Jahren. Francis Crick, der die Helix-Struktur aufgeklärt hat und sich dann mit den Neurowissenschaftlern beschäftigt hat, hat damals schon gesagt, das beste Medium, um das zu tun, wäre Licht in irgendeiner Art und Weise. Aber es gab niemanden, der eine Vorstellung hatte, wie man das eigentlich macht. Also, die Fragestellung ist, ein Typ von Neuronen soll aktiviert werden, alle anderen nicht. Die Frage ist ziemlich einfach, aber die Realisierung ist dann doch nicht so einfach. Und die Idee war, oder die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass wir in so ein Neuron lichtaktivierbare Proteine einbauen, und dann vielleicht die Möglichkeit hätten, und die Sie jetzt auch haben, einzelne Zellen mit Hilfe dieser lichtaktivierbaren Proteine spezifisch und gesondert zu aktivieren oder zu inaktivieren. So, der erste Ansatz in dieser Richtung, und der auch eigentlich einen Durchbruch erzielt hat, war, sich Proteine anzueignen für die Neurophysiologie, die aus dem Sehprozess der Fliege stammen. Und hier sehen wir so ein Fliegenauge, ziemlich groß, besteht aus vielen Hunderten oder Tausenden sogenannter kleiner Einzelfotorezeptoren. Man sieht von hier nur die Optik und dahinter scheinen in Rot die Farbe der lichtsensitiven Photorezeptoren. Und wenn man da mal reingeht, hier ist hier oben die Linse und hier sind die verschiedenen Rhabdomeren, die verschiedene lichtsensitive Proteine enthalten, die auf verschiedene Wellenlängen reagieren, und deswegen haben sie auch eine unterschiedliche Farbe. Und die Maschinerie, die dahinter steckt, sind Proteine, in erster Linie natürlich das Rhodopsin, der rote Farbstoff, deswegen heißt das Rhodopsin, der mit einem Signalprotein interagiert und dann einen Ionenkanal aktiviert. Und zuerst wurden drei dieser Proteine herausgenommen und in Neuronen eingebaut, um dort die Funktion dieser Fliegenrhodopsine zu nutzen. Und das ist hier gezeigt in einer berühmten Arbeit von Herrn Semelmann und Kollegen aus der Arbeitsgruppe Miesenböck im Jahre 2002. Und was man sieht, man lässt jetzt einfach mal die elektrische Ableitung laufen und zu einem bestimmten Zeitpunkt nach 30 Sekunden geht das Licht an, haben Sie gesehen, dann wird das Bild plötzlich hell und dann werden solche Aktionspotenziale gefeuert.
Und das war eigentlich das erste Experiment, was gezeigt hat, dass man im Prinzip auch Aktionspotenziale auslösen kann mit Licht in ganz bestimmten Neuronen. So, und dann war die Frage, warum hat sich dieses System nicht durchgesetzt? Und hier ist es nochmal gezeigt. Es wurde dann auch von der Gruppe Miesenberg nochmal Experimente an Fliegen gemacht, die das nochmal dokumentiert haben. Das waren Pionierarbeiten, aber das System war zu langsam und zu kompliziert. Es hat also viele Millisekunden gedauert, bis diese Aktionspotenziale aufgetreten sind. Und das System war kompliziert, weil es eine ganze Menge von Proteinen hat, die in dem Fliegenauge einen Komplex bilden. Das heißt, ein Verbund, und dieses Netzwerk an Proteinen kann man in den Gastzellen, also den Neuronen, so leicht nicht realisieren. Deswegen ist das System in Neuronen langsam, obwohl es in der Fliege schnell ist. Sie wissen, wenn Sie versuchen, eine Fliege zu verscheuchen, dann ist die Fliege in der Regel schneller als Sie. Ja? Die Sensoren der Fliege sind deutlich schneller als das, was man in den Neuronen realisieren kann. Zweitens ist es sehr schwierig, die Fliegenproteine in humanen oder in anderen tierischen Systeme zu produzieren, weil sie da ganz bestimmte Helferproteine verbrauchen, die man normalerweise in diesen Zellen nicht zur Verfügung hat. Das heißt, ein experimenteller Durchbruch, der aber für die Anwendungen nicht geeignet schien. Wir haben in der ähnlichen Zeit und viele Jahre davor an solchen einzelzelligen Algen oder an zumindest Mikroalgen gearbeitet, ganz unterschiedlicher Natur. Diese Mikroalgen, die kennen Sie vielleicht, zum Beispiel ist das die berühmte Alge Chlorella, die schon Otto Warburg verwendet hat, um Photosyntheseforschung in Berlin zu betreiben. Und hier gibt es zum Beispiel das Haematococcus, das hat einen roten Farbstoff, der antioxidierend wirkt, der viel für die Therapie verwendet wird. Und hier Spirulina, ein Nahrungsmittelergänzungssubstanz, und hier Dunaliella, eine halophile Alge. Und alle diese Algen, die können Sie in Dosen kaufen und sich zuführen als Nahrungsergänzungsmittel. Ob die allerdings besser als Spinat sind, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall sind sie deutlich teurer. Ja. Also, für uns Wissenschaftler ist es aber wichtig, dass man einen richtigen Organismus findet, mit dem man seine Experimente machen kann. Und der Organismus soll so einfach sein, dass man noch gut experimentieren kann. Er soll aber nicht einfacher sein. Ja? Er muss erlauben, das zu machen, was wir herausfinden wollen. Der klassische Organismus für Stoffwechselphysiologie war die Hefe. Das wissen Sie. Der gesamte Stoffwechsel, der auch für unser Leben fundamental ist, ist in der Hefe aufgeklärt worden. Also nicht in der Maus oder nicht im Mensch, sondern in der Bäckerhefe. Weil dieser Organismus einfach ist. Wir haben uns mit den Bewegungsreaktionen dieser Alge beschäftigt. Einer dieser Algen, nämlich Chlamydomonas reinhardti, ist ein einfacher Vertreter der grünen Algen. Der macht Phototaxis, das heißt, er kann Licht wahrnehmen und sich auf das Licht hinbewegen oder von ihm weg. Er hat hier einen großen Chloroplasten, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, in grün, das sind die Chloroplasten, hier ist der Zellkern, hier wird die Stärke gespeichert und hier ist der Augenfleck. Und dieser Augenfleck hat uns interessiert, weil mit diesem Augenfleck sieht die Alge und kann damit Licht ganz bestimmter Intensität finden und darauf zuschwimmen oder von ihm wegschwimmen. Und dadurch die Lichtintensität so einstellen, dass sie für die Photosynthese optimal ist. Und da war die Frage, wie macht sie das? Und wir haben viele Jahre daran gearbeitet, das will ich hier abkürzen. Und letzten Endes haben wir ein Protein gefunden in einer Datenbank in Japan. Und wir haben dieses Protein nach vielen Fehlschlägen, über die ich jetzt hier nicht berichten möchte, letzten Endes funktionell aufgeklärt, zusammen mit Georg Nagel, einem Nachwuchswissenschaftler oder einem mehr oder weniger unabhängigen Wissenschaftler hier von dem Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt. Das heißt, die Pionierarbeit haben wir hier zusammen mit einer Nachwuchsgruppe aus Frankfurt gemacht. Und dieses Protein dann in sogenannten Froscheiern produziert. Man kann die RNA, also die Information übersetzt von der DNA in das Protein, die RNA kann man in dieses Froschei injizieren, weil die Froscheier groß sind. Ja. Der Frosch wird ja außerhalb des Organismus ausgebrütet sozusagen. Also die Entwicklung findet außerhalb statt und deswegen sind die Froscheier groß.
Man kann die RNA injizieren, das Protein wird gemacht und dann kann man die Eigenschaften elektrisch vermessen, indem man solche Glaselektroden hier verwendet. Und deswegen heißt die Methode Two-Electrode-Voltage-Clamp, also zwei Elektroden-Spannungsklemme, wenn man das mal ins Deutsch übersetzt. Und mit dieser Methode kann man die elektrischen Eigenschaften von Ionenkanälen sehr präzise untersuchen und den Kanal damit charakterisieren. Und was rauskommt ist, also hier ist das Protein dargestellt, es ist ein 7-Transmembran-Protein, hier sehen wir die Membran, also das Protein geht 7-mal durch die Membran und hat einen sehr langen C-terminalen Schwanz, ja, das ist diese globuläre Struktur am Ende. Und wenn man dieses Protein in Froscheiern produziert, kann man mit Licht Fotoströme erzeugen, wie sie in Algen auch vorkommen. Und damit wurde gezeigt, dass dieses Protein, dieses lichtaktive Protein, die Funktion auslöst, die wir viele Jahre vorher vermutet haben. So, und deswegen haben wir dieses Protein Kanalrhodopsin genannt. Hier steht noch der englische Begriff Channel Rhodopsin. Vielleicht bringe ich es auch im Laufe des Vortrags ein bisschen durcheinander. Aber dieses Kanalrhodopsin oder Channelrhodopsin ist sozusagen das Standardwerkzeug der Optogenetik. Insofern möchte ich da ein bisschen näher drauf eingehen. Und weil es eben ein Hybrid ist aus einem Ionenkanal, durch den Ionen von außen nach innen fließen und einem Lichtsensor, Rhodopsin-Teil, ja, die in einer Struktur vereinbart sind, haben wir dieses Protein eben Channelrhodopsin genannt. Und diese Channel-Rhodopsin sind Ionenkanäle mit intrinsischem Lichtsensor, habe ich schon gesagt, und sie leiten Protonen, Natrium, Kalium und Calcium. Und die Kinetik und die Inaktivierung, das heißt der Rückgang dieses Stroms, die hängen von der Spannung und vom pH ab. Ja? Und das muss man berücksichtigen, wenn man dieses Protein verwenden will. Und ein weiteres wichtiges Experiment wurde gemacht in humanen Nierenzellen, das heißt sogenannten Human Embryo Kidney Cells, die sind Heckzellen, die sehr bekannt sind. Das ist eine Nierenzell-Zelllinie. Und da war das Protein auch funktionell. Was wir hier gemacht haben, wir haben diesen C-terminalen Schwanz abgeschnitten und ihn durch ein grün fluoreszierendes Protein ersetzt, weil wir gemerkt haben, dass man nur diese Transmembranregion braucht, um die Kanalfunktion aufrechtzuerhalten. Und dann kann man sehen, wo das Protein hier bleibt. Und hier sehen wir in grün die grüne Fluoreszenz von dem produzierten Protein. Und das war insofern ein entscheidendes Experiment, weil man dadurch zeigen konnte, dass dieses Protein auch in humanen Zellen funktionell ist. Ja, dass man eine lichtinduzierte Depolarisierung in diesen humanen Zellen erreichen könnte. Und am Ende dieser Arbeit, die wir zusammen mit Georg Nagel 2003 publiziert haben, haben wir geschrieben, diese Kanalrhodopsine könnte man auch in anderen tierischen Zellen verwenden, um diese mit Licht zu aktivieren. Und das war dann der entscheidende Hinweis dafür, dass viele Wissenschaftler aus den USA und Japan, komischerweise weniger aus Deutschland, sich mit diesen Anwendungen beschäftigt haben. Und im Jahre 2005 und 2006 gab es eine ganze Serie von Veröffentlichungen, die eigentlich dieses Feld ins Rollen gebracht haben. Das ist hier das Experiment, ursprünglich von Karl Deiseroth in Stanford gemacht, später aber auch durch viele andere. Und dies ist ein Bild von Thomas Oertner aus Hamburg. Wenn man diese Neuronen, die jetzt das Kanalrhodopsin exprimieren, was hier in Rot oder Weiß gezeigt ist, mit einer Serie von Lichtblitzen beleuchtet, dann feuert das Aktionspotenziale. Und diese Aktionspotenziale sind natürlich entscheidenden elektrischen Phänomene, die die Übertragung von Informationen in unseren Neuronen und auch im Gehirn bewerkstelligen. Dann gab es Experimente in Hühnchenembryonen von Stefan Herlitze, der hier unten auch aufgeführt ist, das ist Karl Deiseroth, der die erste Veröffentlichung gemacht hat, Stefan Herlitze. Dann gab es eine Arbeit von Hiromu Yavo an Hirnschnitten aus der Maus. Also die Mausexperimente selbst wurden zuerst in Japan gemacht. Und dann gab es ja Experimente von Alexander Gottschalk, der das erste transgene Tier mit Kanalrhodopsin gemacht hat, nämlich an diesem Wurm C. elegans. Und der Alexander Gottschalk ist auch hier aus Frankfurt, Kollege, mit dem wir sehr häufig interagieren, auch hier vertreten, freue ich mich sehr darüber, dass Alexander hier ist. Und dann gab es noch einen weiteren Pionier, Huo Zuo Pan,
der zuerst die Experimente an Augen blinder Mäuse gemacht hat. Das heißt, der hat zuerst dieses Protein in den Augen von Mäusen produziert, die die Sehfähigkeit verloren haben. Und er konnte zeigen, dass die elektrischen Signale, die mit dem Sehprozess verbunden sind, in dieser Maus wiederhergestellt wurden. Und dann ein oder zwei Jahre später wurden dann auch Experimente in der Fliege und im Zebrafisch gemacht, weitere Modellsysteme und natürlich unzählige Experimente dann in der Maus. Und das ist die berühmte Maus hier. Hier sehen Sie oben den Lichtleiter, der hier in das Gehirn oder in den Kopf reingeht. Und hier sehen Sie das menschliche Auge, weil mittlerweile 3 Kliniken in der Welt die Möglichkeit haben, das Kanalrhodopsin aus der Alge dazu zu verwenden, die Sehfähigkeit von blinden Patienten zumindest in gewisser Weise zu regenerieren. Da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Also das war eine sehr aufregende Zeit in den Jahren 2005 und 2006. Da wurde sozusagen die Basis für die neuronale Forschung von diesen Wissenschaftlern gelegt. So, hier haben wir die Maus. Die Maus ist berühmt, weil sie nicht nur auf die Titelseite von Nature gebracht hat, sondern auch auf die Titelseite der New York Times, was für eine Maus ja nicht so einfach ist, da platziert zu werden. Und das hat natürlich viel dazu beigetragen, dass auch andere Wissenschaftler auf der ganzen Welt, vorwiegend in den USA und in Japan, sich mit dieser Technik beschäftigt haben. Die Neurowissenschaftler in Deutschland waren äußerst zögerlich. Sie sind erst praktisch 3 oder 4 Jahre später mit dieser Technologie angefangen. Jetzt möchte ich grundsätzlich die Technologie nochmal hier erklären. Was ist Optogenetik? Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als eine DNA aus einem Organismus zu nehmen, der lichtabhängige Proteine produziert, nämlich die DNA, die für dieses Protein kodiert. Diese DNA wird gekoppelt mit einem Regulationsexperiment, mit einem Regulationselement der Zielzelle, in diesem Falle die neuronale Zelle des Mausgehirns. Dieses System, dieses Hybridsystem oder diese Chimäre wird in ein Transportsystem verpackt. Das kann entweder ein Plasmid sein, wenn man Zellen transformieren will, oder es ist ein Virus, was hier dargestellt ist, wenn man tierische Zellverbände transfizieren will. Das Virus, genau wie Viren, die wir aufnehmen, befällt dann den Organismus und infiziert die Zellen der Einstichstelle im Gehirn, und zwar mehr oder weniger alle Zellen der Umgebung. Aber nur die Zellen der Umgebung, die dieses Regulationselement verstehen, produzieren auch das Protein, und die anderen Zellen tun das nicht. Das heißt, die Quintessenz, was braucht man für die Optogenetik? Man braucht kleine Photorezeptoren, die genetisch kodierbar sind. Das ist wichtig, dass sie klein sind, sonst kann man die DNA in dieses Virus nicht verpacken. Man braucht Antworten, die die Gastzelle versteht, und man braucht Steuerelemente, die nur in dieser Zelle vorkommen. Und was ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, man braucht natürlich ein Chromophor. Das ist das Vitamin A, was die größte Überraschung für mich war, dass dieses Vitamin A im gesamten Gehirn in ausreichender Menge vorkommt, sodass man es nicht zufügen muss, sondern das Mäusegehirn oder auch das menschliche Gehirn dieses Protein erkennt und das Vitamin in dieses Protein eingebaut wird, sodass das Protein überhaupt lichtempfindlich ist. Ja? Also das menschliche Gehirn liefert das Vitamin, was wir für diesen Chromophor brauchen selbst. So, jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, mit dieser Technologie einzelne Neuronen aktivierbar zu machen und die anderen Neuronen nicht. Das wird dadurch erreicht, dass wir Steuerelemente nutzen, die nur in diesen Zellen vorkommen. Vielleicht nochmal vielleicht für den Laien, was ist ein solches Steuerelement? Das ist ein Stück DNA, was zu diesem Gen gehört, aber vor dem kodierenden Element sitzt. Das heißt, was würden Sie nehmen, wenn Sie ein Protein in Sehzellen produzieren wollen? Dann nehmen Sie das Steuerelement für unsere eigenen Photorezeptoren, weil da können Sie davon ausgehen, dass diese Photorezeptoren nur in Ihren Augen gemacht werden und nirgendwo sonst. Ja? Also wenn Sie wissen, welche Proteine nur in diesen Zellen vorkommen, wissen Sie auch, was zellspezifische Regulationselemente sind.
Nur gibt es die nicht in allen Zellen in gleicher Qualität, weil es gibt Zellen, da kommen nicht Proteine einzigartig vor und da muss man Kombinationen verwenden, auf die ich hier aber nicht eingehen kann. Also merken Sie sich einfach, die Spezifität wird durch diese Steuerelemente erreicht. Und wir können natürlich auch inhibitorische Systeme jetzt in anderen Zellen produzieren oder auch in der gleichen Zelle, wenn sie durch andere Farben aktivierbar sind. Wir können also Kombinationen von lichtabhängigen Proteinen auch in einem Zelltyp oder in verschiedenen Zelltypen kombinieren. Gut, das ist hier eine Folie vom MDC, von dem Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Die hat mir irgendwie gefallen, weil die das schön hier aufgelistet haben. Was hat man untersucht in der Maus? Modalitäten wie Lernen und Gedächtnis, das Schlafverhalten, also Schlaf-Wach-Verhalten, was auch in einer ganz bestimmten komplexen Art gesteuert ist. Das merken Sie selber an sich selber, wenn Sie mal 20 Stunden wach sind, ja, wie der Körper dann reagiert. Da können Sie sich nicht gegen wehren. Ja, das ist in Ihrem Organismus so eingestellt, dass Sie also eigentlich ausreichend Schlaf kriegen. Bewegungsaktivität, vorwiegend in der Maus, die ja nachtaktiv sind, kann man studieren. Man kann auch herausfinden, was für Phänomene oder was für Störungen dazu führen, dass diese Bewegungsaktivität gestört ist. Wir können Essverhalten analysieren, natürlich im Modelltier, was auch natürlich Relevanz hat für den Menschen, weil es ganz bestimmte pathologische Befunde gibt, dass die Leute zu viel oder zu wenig essen und so weiter. Und in den letzten Jahren hat sich das natürlich noch verbreitet, dieses Spektrum, was hier nicht aufgeführt ist. Es gehört auch der Sehprozess dazu, das Hören, die Sexualität, der Autismus, Addiction heißt also Drogenabhängigkeit, Anxiety, Angstzustände, ja, ob die nun realistisch sind oder nicht. Viele Patienten haben damit zu tun, Parkinson, Epilepsie und vieles andere. Ja, also ein weites Spektrum von Modalitäten, was mit dieser Technologie untersucht werden kann. So, jetzt möchte ich ein bisschen näher in den Mechanismus einsteigen. Jetzt haben wir einfach gelernt, was wir tun, aber wir haben noch nicht genau verstanden, wie das eigentlich passiert. Und das sind sozusagen die optogenetischen Aktuatoren. Einen davon habe ich schon erwähnt, das ist nämlich das kationleitende Channel-Rhodopsin, was hier mit CCR abgekürzt ist. Das leitet Protonen, Natrium und Calcium, aber es gibt auch andere Vertreter aus der Natur oder auch artifiziell hergestellte Vertreter. Das ist zum Beispiel das anionleitende Kanal-Rhodopsin, das leitet Chlorid. Dann gibt es Pumpen, die Protonenpumpen, aktiv aus der Zelle heraus. Dann gibt es Chloridpumpen, dann gibt es aber auch Natriumpumpen, die erst kürzlich entdeckt worden sind, vor 3-4 Jahren. Und dann gibt es kombinierte Systeme, dass wir lichtaktivierte Enzyme verwenden, die zum Beispiel Cyclo-AMP produzieren und die können dann indirekt Kanäle aktivieren. Das sind die sogenannten Zwei-Komponenten-Optogenetik-Systeme. Ich möchte mich jetzt aber eigentlich nur mit dem Kanal-Rhodopsin beschäftigen, weil es schon kompliziert genug ist. Und vielleicht am Ende noch was sagen zu den Zwei-Komponenten-Systemen, um Ihnen klarzumachen, was die für Vor- und Nachteile haben, um neuronale Prozesse zu analysieren. Wenn wir jetzt mal reinschauen, das ist hier auf der rechten Seite gezeigt, dann sehen wir, dass diese Proteine doch komplizierter sind, als man sich das als Laie vielleicht vorstellt. Und das ist ein Protein, das ist nämlich ein Hybrid aus einem Kanal-Rhodopsin 1, was 4 Helix-Domänen dafür zur Verfügung stellt, aus Chlamydomonas, und 2 Helices stammen aus der Kugelalge, die ich am Anfang gezeigt habe, Volvox. Oder eben Channel-Rhodopsin 2 gibt es auch, ja, aber es gibt C1, C2 oder C1V1-Verbindungen und so weiter. Und diese Hybride haben andere Eigenschaften als das Urprotein. Und dieses C1C2 hat dazu geführt, dass man Kristalle generieren konnte. Und das ist wichtig, um die Struktur zu lösen, sodass man reinschauen kann in das Protein. So, jetzt schauen wir mal in das Protein rein. Das Protein besteht aus 7 Helices, die hier gezeigt sind, schematisch. Aber in Wirklichkeit sind die so angeordnet wie diese Säulen. Hier in der Mitte sehen wir das Vitamin A, was eingebaut wird in das Protein, was wir mit der Nahrung aufnehmen müssen. Und hier sehen wir jetzt verschiedene Aminosäuren. Das ganze Ding ist voll von Aminosäuren, aber jetzt sind hier nur solche Aminosäuren sichtbar gemacht, die wichtig sind für die Funktion oder anders gesprochen, deren Funktion wir überhaupt kennen. Ja?
Und hier rundherum haben wir noch so kleine Kugeln. Was sind das für Kugeln? Wer kann sich da was vorstellen, die wichtig sind für die Funktion? Wasser. Genau, Wasser ist das. Ja. Kein Protein funktioniert in der Gasphase, in wässriger Lösung. Das ist in unserem Gehirn ja der Fall. Sind Wassermoleküle besonders wichtig? Diese Wassermoleküle sehen wir aber nicht in dem Kristall, weil sie beweglich sind. Wenn die Wassermoleküle, die Atome sich in einem Kristall bewegen, können wir sie in dem Strukturbild, was wir hinterher bekommen, nicht sehen. Und deswegen ist es sozusagen nur ein Schnappschuss aus einem Rechenprozess, der die Struktur vorgibt und rechnet, wie das Wasser in dieses Protein reinläuft. Ja, also das Bild ist eine Kombination aus einer Struktur und einer gerechneten Wasserbefüllung. Und das ist wichtig, weil das Wasser für die Funktion wichtig ist, nämlich ohne Wassersäule kann dieses Protein keine Ionen transportieren. Also weder Protonen noch Natrium noch Chlorid oder sonst was. Und die wichtigsten Teile sind diese beiden Elemente hier. Das sind nämlich die sogenannten Gates, Tore. Die sind im Dunkeln geschlossen und werden nach Belichtung geöffnet, sodass die Ionen durchfließen können. Und dieser Mechanismus ist natürlich der entscheidende, nicht nur für die Funktion, sondern auch für das Verständnis, wie diese Photorezeptoren funktionieren. Und in meiner Arbeitsgruppe geht es in erster Linie darum, diesen Prozess zu verstehen, damit wir hinterher diese Proteine auch modifizieren können und neue Eigenschaften dem Protein geben können, die für die Neurowissenschaftler auch neue Anwendungsfelder eröffnen. Also, es geht hier um die Gates und uns geht darum zu verstehen, wie sie funktionieren. Und hier gibt es noch ein paar Aminosäuren in grün, die um den Chromophor verteilt sind. Und diese Aminosäuren bestimmen die Farbe. Sie wissen, dass wir drei verschiedene Farbrezeptoren in unserem Auge haben. Einer für blau, einer für rot und einer für grün. Und die werden dadurch verändert, dass man diese Aminosäuren um den Chromophor herum verändert. Und das können wir natürlich mit molekularen Methoden auch machen, sodass wir in der einen Zelle einen Photorezeptor exprimieren oder produzieren, der blau empfindlich ist, im anderen einen, der rot empfindlich ist und im dritten einen exprimieren, der grün empfindlich ist. So, jetzt kommen wir zur Dynamik. Diese Moleküle sind hochdynamisch und wir haben hier einen Dunkelzustand. Er hat eine ganz bestimmte Konfiguration hier des Chromophors, der ist hier nur abgekürzt zu sehen. Und das Gate ist in diesem Zustand geschlossen. Keine Ionen fließen durch. Das ist wichtig für die neuronale Anwendung. Sonst wäre er nämlich undicht. Ja? Sonst könnten wir den nicht gebrauchen, weil auch im Dunkeln Ionen durchlassen würden. Dann verändert sich das System. Es werden Konformationen durchlaufen, die wir sehen können, dadurch, dass die Farbe sich verändert. Hier ist das Maximum angegeben. Von 470 geht es nach 500, dann nach 390 und so weiter. Und dann öffnet sich die Pore. Und es gibt einen frühen Offenzustand und einen späteren Offenzustand. Und diese Offenzustände leiten präferenziell unterschiedliche Ionen. Der erste leitet Protonen und der zweite leitet Natrium. Und durch diese Regulation der Geschwindigkeit, wenn wir die Modifizierung vornehmen, können wir dieses Verhältnis von Protonen und Natrium verändern. Was aber auch noch passiert ist, es gibt eine zweite Reaktion, die nicht zu einem dynamischen Photozyklus führt, sondern die zu einem anderen Dunkelzustand führt. Und wenn wir den jetzt wieder belichten, dann macht er auch einen Photozyklus und er hat auch einen Offenzustand und dieser Offenzustand leitet Protonen, aber eine kleinere Leitfähigkeit. Und das führt dazu, wenn wir mehrfach belichten, hier ist der Strom gezeigt, dass dieser Kanal inaktiviert. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die der Neurophysiologe nicht möchte, die für die Alge wichtig ist, um sich an verschiedene Lichtintensitäten anzupassen, die wir aber sozusagen wegbringen müssen, damit der Neurobiologe hinterher zufrieden ist. Ja? Also, wir untersuchen das System und der Neurobiologe sagt, schön, aber das und das gefällt mir nicht. Könnt ihr das noch so modifizieren, dass der Kanal nicht inaktiviert? Zum Beispiel eine Fragestellung. So. Und die Antwort ist ja, man kann das Protein modifizieren. Hier ist nochmal ein Ausschnitt, den sehen wir nicht, ist auch nicht so wichtig. Hier ist das aktive Zentrum, muss ich nochmal zurückgehen. Das aktive Zentrum ist hier in der Nähe von der Stelle, wo das Protein an den Chromophor gebunden ist.
Und wenn man da jetzt eine Aminosäure modifiziert, wird dieses System schneller und dann kann ich hier Aktionspotenziale feuern mit einer Frequenz von 200 Hertz und die erlaubt es zum Beispiel, schnelle Interneurone zu aktivieren, die eine solche hohe Frequenz aufweisen. Das heißt, mit dem Verständnis dieses Proteins, wie man die Kinetik beeinflusst, kann ich auch neue Themenfelder in der Optogenetik erschließen. Hier haben wir jetzt das Protein verlangsamt, indem eine andere Aminosäure, die hier an der Seite von dem Chromophor lädt, verändert. Dann kann ich das Protein mit einem Lichtblitz anschalten und mit einem anderen Lichtblitz wieder abschalten. Das sind sogenannte Step-Function-Rhodopsine. Die verwenden die Neurobiologen dann, wenn sie einen Zelltyp lange depolarisieren wollen, mit einem Lichtblitz und dann Experimente zum Beispiel mit der Maus machen wollen, ohne dass die Maus mit irgendeinem Lichtleiter verbunden bleibt. Ja? Man will ja auch das Tier nicht unnötig quälen, sondern man will ja Experimente machen, wo das Tier sich möglichst normal verhält und nur einzelne Neuronen verändert werden. Und dann können wir auch die Pore, die hier dargestellt ist, verändern. Die natürlichen Aminosäuren hier in grün gezeigt und die modifizierten Aminosäuren hier in rosa gezeigt. Und dann gibt es eine Konversion von einer Natriumleitfähigkeit in eine Chloridleitfähigkeit. Und vielleicht wissen Sie, dass die inhibitorischen Neurone Chloridkanäle aktivieren, die inhibitorisch wirken und dadurch das Membranpotential auf das Chlorid-Umkehrpotential klemmen. Das heißt, die Spannung dieser Zellen auf einem ganz bestimmten Niveau festhalten. Und dazu war es nötig, die Ionenleitfähigkeit oder die Ionenselektivität dieser Kanalrhodopsine von Natrium auf Chlorid umzuprogrammieren. So, jetzt mal kommen wir zu den eigentlichen Experimenten. Was die Neuroleute machen, das ist nicht unser Geschäft. Sie können zum Beispiel hier oben ein Stück von einem vielleicht 5 mm aus dem Knochen der Maus rausnehmen, wenn die natürlich betäubt ist, und da sozusagen ein optisches Fenster hinbauen, sodass man oben im Mikroskop reinschauen kann oder mit der Elektrode Ableitungen machen kann. Die Kanalrhodopsine werden dazu mit Fluoreszenzproteinen markiert, sodass man hier genau sehen kann, welche Zellen jetzt mit den Kanalrhodopsinen modifiziert werden. Und das ist in verschiedenen Schichten unterschiedlich. Hier gibt es den Layer, die Schicht 2, 3, und hier gibt es die Schicht 1 und Sie sehen, dass Protein in der Schicht 2, 3 stärker produziert wird oder stärker exprimiert wird als in der Schicht 1. Und dann wird diese Zelle angeregt mit Licht über dieses Mikroskop-Objektiv. Da wird ein Laser appliziert und Sie können einzelne Neurone hier aktivieren. Und wenn diese Neurone aktiviert sind und diese Aktivierung genau an der Stelle ist, wie die Ableitung, dann sehen Sie hier, wenn die zusammenpassen, dann gibt es hier ein Aktionspotenzial und wenn die nicht zusammenpassen, das heißt der Lichtblitz zu hoch oder zu niedrig kommt, dann sehen Sie kein Signal. Und insofern können Sie die auch optisch anregen und die Kombination aus einer optischen Kontrolle und einem elektrophysiologischen Experiment zeigt Ihnen, was diese einzelne Zelle im Gehirn macht. So. Hier sehen Sie das nochmal bei einer stärkeren Vergrößerung und hier sehen Sie auch, dass sich das Kanalrhodopsin entlang dieser Dendriten sehr fein verteilt und damit auch unterschiedliche Neuronen, also der eigentliche neuronale Körper oder eben Spines und Dendriten unterschiedlich aktiviert werden können. Das ist ja ein Übersichtsartikel von Karl Deiseroth, dem Hauptakteur in diesem Feld, zu einem Sonderheft 10 Jahre Optogenetik. Ja, da wurden die Experimente, die zum Durchbruch geführt haben, nochmal zusammengefasst. Jetzt will ich Ihnen die Modalitäten nochmal kurz erklären hier. Sie können also rein optisch arbeiten, ohne Elektrophysiologie und dann Verhalten messen oder Verhalten analysieren, indem Sie die Tiere in bestimmten Testprogrammen Dinge erlernen lassen oder auch nicht. Und da können Sie natürlich feststellen, wenn Sie wissen, dass das Zentrum für diese Modalität, für diese Verhalten zum Beispiel in diesem Bereich liegen oder in diesem Bereich liegen, können Sie entweder hier injizieren und da messen oder da injizieren und dort messen, so wie das hier gezeigt ist. Sie können also Konnektivität zwischen Zellen ganz bestimmter Regionen im Gehirn nachverfolgen.
Ja. Sie können natürlich auch an beiden Stellen die Zellen aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Laser zur Verfügung haben. Ja, dann können Sie sagen, die eine Zelle, die jetzt zum Beispiel aktiviert, die ist grünlichtsensitiv und die messe ich hier und die Zelle, die inaktiviert, messe ich hier oder umgekehrt. Sie können aber auch diese optische Anregung mit einem Messsystem verbinden, indem Sie elektrophysiologische Ableitungen machen, entweder von einer Zelle oder von 5 Zellen oder von 10 Zellen oder wie das heute möglich ist, auch von 100 Zellen. Dann kriegen Sie natürlich eine Datenflut, ist die Frage, ob Sie das überhaupt interpretieren können, was da rauskommt. Ja? Man darf nicht vergessen, dass viele Jahrzehnte elektrische Messungen gemacht wurden, indem einfach eine Elektrode ins Katzengehirn gesteckt wurde. Und da hat man natürlich ein ganz komplexes Signal gefunden, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann oder es niemand interpretieren konnte. Und der Vorteil dieser rein optischen Methode ist, dass Sie sehr spezifisch anregen können mit Licht, dass Sie keine elektrischen Messungen hier wie früher brauchen mehr und dass Sie Elektroden heute verwenden, wenn Sie das müssen, die um ein Vielfaches kleiner sind als die Elektroden, die man früher verwendet hat. So, jetzt komme ich nochmal zurück zur Farbverschiebung. Wir brauchen Kanalrhodopsine verschiedener Farbempfindlichkeit, um in einer Zelle verschiedene Aktivitäten wie einen Chloridkanal, Natriumkanal und Protonenkanal unterschiedlich adressieren zu können. Da können wir natürlich auf natürliche Varianten zurückgreifen. Wir müssen aber auch in der Lage sein, diese Farbe zu bestimmen, die Farbe zu verschieben. Und da greift man natürlich zurück auf jahrzehntelange Experimente mit tierischen Rhodopsinen, wo man weiß, welche Aminosäuren zu welcher Farbe führen und auch zu mikrobiellen Rhodopsinen, wo man ähnliche Experimente gemacht hat. Und was da rauskommt ist, dass in dieser Active Site, also in der Imin-Gruppe oder in der Umgebung, mit dem das Vitamin A an das Protein gekoppelt ist, das ist normalerweise positiv geladen und wenn ich diese Umgebung ändere, und die negative Ladung, die positive Ladung kompensiert, weiter wegnehme, dann gibt es eine Rotverschiebung. Und wenn ich hier negative Ladung hinbringe oder polare Aminosäuren, wird diese Rotverschiebung verstärkt. Insofern kennen wir diese Chromophore schon ziemlich gut und wissen, was wir verändern müssen, damit wir entweder eine Blauverschiebung oder eine Rotverschiebung hinkriegen. So, jetzt hört sich das gut an, als könnten wir alles machen und die Antwort ist, ja, mit mäßigem Erfolg. Ja, mit mäßigem Erfolg. Und Sie stellen fest, und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter natürlicher Photorezeptoren, die Natur kann das in Regel deutlich besser. Ja, wenn wir nämlich viele Mutationen und viele Veränderungen an einem Protein vornehmen, dann wird das Protein unstabil und macht nicht mehr das, was es soll und so weiter. Ja, also wir verstehen ein bisschen was da passiert, aber die gesamte Komplexität verstehen wir nicht. Das zeige ich mir Ihnen mal in einem Beispiel. Hier ist ein früher Aktionsspektrum. Da hat man die Aktivität des Blaulichtrezeptors im Menschen gemessen. Das ist schon fast 100 Jahre her. Da kriegt man solche Aktionsspektren und weiß, was dieser Photorezeptor macht. Und man kann jetzt auch den Grünrezeptor analysieren, nämlich zum Beispiel beim Menschen, der keinen Rotrezeptor hat, ja, weil er einen genetischen Defekt hat. Kommt ja häufig vor. Ja. Und dann kriegt man hier die Aktionsspektren, also Lichtabhängigkeit von unseren drei Photorezeptoren raus und denkt, naja, die Welt, die wir so sehen, ist ja schon ziemlich bunt mit diesen drei Photorezeptoren. Und dann schaut man sich diesen Shrimp an und sieht, dass der 15 Photorezeptoren hat, die schön abgestimmt von 320 Nanometer bis 700 gehen. Das heißt, die Welt muss für diesen Shrimp deutlich farbenprächtiger aussehen als für uns. Und das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, wie der eigentlich sieht. Aber wenn man den Organismus anschaut, dann sieht man, wie der aussieht. Und da hat der Autor, der dieses Foto gemacht hat, reingeschrieben, perhaps this is why they are so glorious to look at. Ja? Weil der Mating-Partner, der ist natürlich in einer tollen Farbenpracht, ja, kommt der daher, weil auch der andere Partner natürlich mit seinen 15 Photorezeptoren eine große Palette an unterschiedlichen Wellenlängen wahrnehmen kann. So, unsere Bemühungen sind dagegen etwas rudimentär, muss ich schon mal vorher sagen. Ja. Was machen wir? Wir verwenden erstmal
ein Fotorezeptor aus dieser Alge, weil wir festgestellt haben, dass diese Alge grünlich zieht, wobei die Chlamydomonas-Alge nur blaues Licht zieht. Also ist es naheliegend, dass der einen Fotorezeptor hat, der ein längerwelliges Absorptionsspektrum hat. Wenn wir den aber in Neuronen exprimieren, dann ist die Expression schlecht. Ja, die Produktion dieses Fotorezeptors ist marginal. Wenn man jetzt aber eine Hybrid macht, zum Beispiel zwei Helices von dem Chlamydomonas 1 nimmt und fünf Helices aus diesem Volvox-Protein, dann gibt es wieder ein Hybrid, das längerwellig absorbiert und wunderbar produziert wird in Neuronen. Das heißt, die Eigenschaften dieses Hybrids sind deutlich besser. Ja? Und wenn man jetzt noch weitere Mutationen nimmt, kann man auch die Kinetik dieses Systems noch beeinflussen, ob es schnell oder langsam oder mittelschnell ist. Und im Laufe der Zeit hat man dadurch eine ganze Menge verschiedener Fotorezeptoren generiert und andere Gruppen, zum Beispiel die Gruppe von Ed Boyden in Boston, die hat nochmal 200 Algen sequenziert und auch da sind interessante neue Fotorezeptoren rausgekommen, die sich zum Teil hier gut in diese Palette einpassen. Also eine Kombination aus Engineering und Analyse von natürlichen Fotorezeptoren, Variabilitäten, die in der Natur so vorkommen. So, wenn man die jetzt verwendet und einen Fotorezeptor, der jetzt im Blauen absorbiert, in die eine Zelle, zum Beispiel in die inhibitorische Zelle produziert und den anderen, der aktiviert, in die andere Zelle, dann kann man durch Veränderungen der Lichtpulse, kann man entweder eine exzitatorische oder eine inhibitorische Wirkung erzeugen in dem Organismus. Und wir haben diese Experimente gemacht mit der Gruppe von Karl Deiseroth in Stanford und haben da die Excitation-Inhibition-Balance verändert, die wichtig ist für das Sozialverhalten der Tiere und wahrscheinlich auch für uns. Und dadurch ist eine weitere oder ein tieferer Einblick gelungen, wie nah auch diese Modalitäten von Sozialverhalten, Autismus und Sexualität zum Beispiel miteinander verknüpft sind. Im Mäusegehirn, wahrscheinlich aber auch in unserem. Gut, und hier sieht man mal so eine Optrode, so eine optische Fiber hier. Und man sieht auch, wie fein die sind. Also die sind Bruchteile von Millimetern groß. Das heißt, wenn man diese ultrafeinen Lichtleiter in das Gehirn vorschiebt, zerstört man praktisch nichts. Ja? Und das will man ja machen. Man will ja keine Verletzung oder die Verletzung so minimal wie möglich halten, um diese Tiere zu analysieren. Gut, man kann natürlich auch Verhaltensexperimente machen. Jetzt haben wir hier eine ultralangsame Mutante genommen, indem wir zwei Aminosäuren modifiziert haben hier. Und wenn man da jetzt das Licht anmacht, dann bleibt diese Zelle depolarisiert über viele Minuten. Und das kann man so machen, dass sie eine halbe Stunde depolarisiert sind, die einzelne Zelle. Und dann kann man Experimente machen. Und diese Experimente wurden dazu gemacht, um das Angstverhalten dieser Maus zu analysieren. Und dazu wurden diese Step-Function-Opsine in den prälimbischen und infralimbischen Subregionen des präfrontalen Kortex, also eine bestimmte Stelle des Vorderhirns, produziert. Und dann ist es gelungen zu zeigen oder die Zellen aufzuspüren, die jetzt für dieses Angstverhalten zuständig sind. Und das nennt man hier so ein Elevated Maze. Das sind so Testsysteme, zwei abgeschirmte Arme und zwei offene Arme. Und wie man das hier in der Analyse sieht, wenn man normalerweise diese Tiere hier analysiert, dann verhalten die sich vorwiegend in den abgeschirmten Armen. Und wenn man das Angstverhalten unterdrückt, dann laufen die natürlich hier auch aus die freien, ausgestreckten Arme mit mehr oder weniger gleicher Häufigkeit wie in den geschlossenen Armen. Das heißt, das sind einfache Experimente, wie das Angstverhalten verloren geht. Was natürlich für die normale Maus nicht gut ist. Wenn die keine Angst mehr hat, dann wird sie bald gefressen. So einfach ist das. Und das ist bei Menschen wahrscheinlich nicht anders. Wenn die keine Angst mehr haben, werden sie in Kürze hier in Frankfurt vom Auto überfahren. Deswegen ist das Angstverhalten wichtig. Und es ist auch wichtig, das zu verstehen, weil es viele pathologische Phänomene gibt, wo das Angstverhalten abhanden kommt oder gestört ist. So, jetzt habe ich hier ein Experiment von Alexander Gottschalk. Den habe ich schon erwähnt, also einem Kollegen hier aus Frankfurt. Wo ist er? Da hinten sitzt er. Ja, können Sie ihn noch mal fragen, wenn Sie da Näheres zu wissen wollen. Und Alexander Gottschalk arbeitet an einem Wurm. Der hat 302 Neuronen. Insofern ist die Situation
bei dem Wurm relativ übersichtlich, mal verglichen zur Maus oder zu unserem Gehirn. Ja, und viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit diesem Wurm, weil man da zumindest die Möglichkeit hat, die Funktion all dieser Neurone zu verstehen, was in der Maus, also unter uns gesagt, aussichtslos ist. Das werden wir auf unserer Zeitskala nicht mehr erleben. Ja? Also da kann man jetzt natürlich blausensitive, grünsensitive und gelbsensitive Proteine in verschiedenen Neuronen unterbringen. Die sind hier auch schematisch gezeigt. Da kann man einmal diese Strecke analysieren, einmal diese Strecke und einmal die inhibitorischen Proteine in diesem Neuron exprimieren. Und dann kann man hier Messungen machen, indem man den Wurm einmal mit blauem Licht und einmal mit grünem Licht belichtet. Und dann kann man sehen, welche sind jetzt zur Promotion von Laufverhalten und welche zur Inhibition von Laufverhalten verantwortlich. Und da kann man eine ganze Reihe Experimente machen. Und die Arbeitsgruppe von Alexander Goschak hat da hunderte Experimente zugemacht, um die 300 Neuronen genau zu charakterisieren und die Funktion zu verstehen. So, sind nicht alle Modalitäten so einfach zu prüfen wie das Laufverhalten oder die Bewegung. Andere sind deutlich schwieriger zu analysieren und man braucht natürlich auch entsprechend komplexe Testsysteme dazu. Aber deswegen bin ich auch ein Freund von dem Wurm, der ist schön transparent, hat wenig Neurone, System ist einfach. So, jetzt möchte ich nochmal ein anderes Experiment machen und das ist die sogenannte Anhedonie. Da haben sich viele Wissenschaftler mit beschäftigt. Da will ich hier mal den Text vorlesen. Die Suche nach Anerkennung und Belohnung ist bei Säugetieren über alle Spezies hinweg konserviert und beinhaltet die Interaktion des subkortikalen dopaminären Systems mit limbischen Strukturen wie dem Striatum. Die Störung dieser Interaktion, die unter einer Vielzahl psychischer Bedingungen beobachtet wird, führt zu klinischen Symptomen der Anhedonie, das heißt Verlust der Freude. Das hört sich an, naja, wenn man sich nicht freut, ist ja nicht so schlimm, aber es ist eben doch schlimm. Ja? Es führt zu psychischen Störungen und doch ziemlich dramatischen Veränderungen in der Psyche der Menschen. Mithilfe der Optogenetik wurde getestet, ob eine erhöhte Anregung des medialen präfrontalen Kortex, die mit Anhedonie in Zusammenhang gebracht wird, eine unterdrückende Rolle bei der Interaktion oder für die Interaktion zwischen distalem dopaminärem Mittelhirn und Striatum spielt. So, jetzt ist die Frage, wie macht man das? Man injiziert also an einer Stelle jetzt zum Beispiel das Kanalrhodopsin, entweder hier oder hier, und kann das dann belichten mit verschiedenen aktivierenden oder inhibitorischen Lichtbedingungen und kann dann die Aktivität mit einer Bildverarbeitung, nämlich mit dem fMRI, ja, das ist eine magnetische Kernresonanz, kann man den Blutsauerstoff messen und den hier darstellen mit einer Bildgebung. Wir können also Optogenetik und flächige Bildverarbeitung, wir sind jetzt nicht mehr auf Zellebene, kombinieren und dadurch feststellen, welche Systeme wie reagieren und kann dann auch natürlich die Projektion von der einen Seite des Gehirns und der anderen Seite kombinieren. Und wenn man hier diesen Bereich des Gehirns inhibiert, kann man auch nicht mehr aktivieren in anderen Bereichen. Dadurch kann man feststellen, wie sich die verschiedenen Bereiche miteinander, wie die miteinander wechselwirken und wie die kommunizieren, indem man das in der Medizin sehr häufig verwendeten fMRI-Technologie, also mit der kernmagnetischen Resonanz, kombiniert. Gut, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Ich komme nochmal auf ähnliche Experimente am Ende zurück. Jetzt möchte ich nochmal auf die Retinalprosthetik eingehen, weil das sozusagen die Methode, die Anwendung war, die am Anfang am meisten versprochen hat, sozusagen. Ja, die größten Erwartungen wurden in die Retinalprosthetik gesetzt, weil die Pionierarbeiten von Huo Zuo Pan schon einige Erfolge gebracht haben. Das heißt, die Maus konnte ihr beleuchtetes Fenster, wo sie aus ihrem gefangenen Käfig wieder rauskommt, erkennen und grobe Wahrnehmungen konnten nachgewiesen werden für die Maus. Also, was macht man? Hier ist nochmal ein Auge dargestellt. Ja,
was alle kennen, hier ist die Linse, hier kommt das Licht rein und hier hinten ist die Netzhaut, die lichtempfindlich ist und die Netzhaut wird von dieser Seite belichtet. Dann gibt es erst die sekundären Zellen, die zuerst durchstrahlt werden, aber dieser Teil ist transparent. Und dann kommen hier hinten eben die Photorezeptorzellen, das sind die Zäpfchen und die Stäbchen und Zapfen, wo einmal in den Stäbchen der Schwarz-Weiß-Rezeptor drin ist und in den Zapfen unsere Farbrezeptoren. So, und jetzt gibt es Mutationen in dem Schwarz-Weiß-Rezeptor vorwiegend oder in anderen Genen, die am Sehprozess beteiligt sind. Und dann führt es nicht nur zu einer Inaktivierung des Schwarz-Weiß-Rezeptors, sondern die Stäbchen degenerieren und verschwinden. Und zwar schon in der Embryonalphase. Und wenn die Kinder dann auf die Welt kommen, die diese Mutationen haben, dann sind sie erstmal nachtblind. Aber die Sehfähigkeit am Tage ist genauso gut oder sogar besser, weil die Zapfen dann mehr Platz haben und mehr produziert werden. Aber die Prognose ist natürlich vernichtend, weil man weiß, dass die Zapfen im Laufe der Entwicklung der Menschen, also im jugendlichen Alter, auch absterben und dann zu einer völligen Erblindung führt. Und die Patienten, die schon mal gesehen haben, haben ein großes Interesse, die Sehfähigkeit wieder zu erlangen. Das haben Patienten, die von Natur aus blind sind, nicht, weil sie sich gar nichts darunter vorstellen können. Da wird es auch keinen großen Sinn machen, weil das Gehirn dafür gar nicht entwickelt ist. Aber die Patienten, die jetzt im frühen Erwachsenenalter die Sehfähigkeit verloren haben, haben natürlich ein großes Interesse. Und es gibt schon gewisse Erfolge, die auf den Mausexperimenten aufbauen. Man kann nämlich entweder an der Seite, wo die Stäbchen und Zapfen sind, also von hinten in der Netzhaut, kann man DNA injizieren, zum Beispiel als Vektoren oder als Viren. Ja. Oder von der anderen Seite, durch den Glaskörper hinweg, kann man viral applizieren und dann werden diese Proteine eingebaut für die Fälle, wo dieser Teil des Auges degeneriert ist. Ja, der ist hier schwarz dargestellt, um dann in den Sekundärzellen, die noch da sind, das ist nämlich dieser Bereich hier hinten, wo das Licht herkommt, ja, lichtempfindliche Proteine aus Algen zu produzieren. Das geht. Aber hier sind nochmal die Pioniere angeführt. Das sind Hue Zuopan, Bott und Roska und Sahel. Das ist der Mediziner aus der Augenklinik in Paris. Und zwei Firmen machen das bereits. Das ist nämlich Retosense Therapeutics und GeneSight Technology, die genau das tun. Aber so einfach ist die Sache eben doch nicht. Ja. Was man machen muss, ist, man muss die Lichtintensität in einem ganz bestimmten Bereich einjustieren, weil das Auge, das Photorezeptorproteine in den Sekundärzellen findet, nicht die Dynamik hat, die unser Auge hat. Wir wissen, dass unser Auge eine Dynamik von 2,5 Lock-Units hat, also Sensitivität, ein Faktor 500 oder so, mehr nicht. Aber diesen Empfindlichkeitsbereich, den können wir adaptieren über viele Zehnerpotenzen. Das heißt, im Dunkeln haben wir 2 Lock-Units oder 2,5 an Sensitivität und wenn wir aber in Urlaub in Schnee auf dem Gletscher fahren, wo es ungefähr 10.000 Mal heller ist, dann haben wir ebenfalls noch so einen Empfindlichkeitsbereich. Und diese Fähigkeit kann man nicht abbilden in dem Sekundärzellen, weil die diesen Regulationsmechanismus nicht haben. Und deswegen verwenden die Wissenschaftler in einer Kooperation mit Ingenieuren solche Brillen, die das aufnehmen, ja, die haben so kleine Kameras an der Seite und diese Brillen produzieren ein Bild, so wie die Bilder, die den Formel-1-Rennfahrer in ihren Helm eingeblendet werden, um Informationen dazu. Diese Technologie ist verfügbar und damit hat man eine gleichbleibende Intensität, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und diese Kamera produziert natürlich dann das Licht, also das Bild wird dann verarbeitet und wieder produziert ins Auge, bevor es dann auf die Netzhaut geht. Und dann kriegen wir natürlich in erster Linie ein Schwarz-Weiß-Bild, weil wir haben ja keine komplexen Farben, von dem realen Bild in einer modifizierten Lichtintensität und auch natürlich Kontrast. Das Pionierexperiment dazu ist hier gezeigt. Das ist das zweite Experiment, nicht das von Hue Zuopan, sondern das erste Experiment von Bott und Roska. Der hat diese Zellen genommen oder diese Retina genommen von der Maus. Die normale Retina hat hier die Zapfen, die den roten Farbstoff enthalten. Die Maus, die blind ist, hat diese Zapfen nicht. Diese Zellen gibt es nicht mehr. Deswegen wird das Protein aus der Alge in die Sekundärzellen eingebaut.
Hier sieht man nochmal die Fluoreszenzbilder. Normalerweise ist hier alles voll Fluoreszenz, aber in dieser Maus, ja, RD1-Maus, das ist der Phänotyp, der keine Zapfen mehr produzieren kann, ist es nicht mehr der Fall. Und wenn wir jetzt diese Maus anschauen, dann sind hier die einzelnen Reaktionen, die elektrischen Ereignisse. Und wenn wir hier das Licht anmachen, das ist dieser graue Bereich, passiert nichts. Und wenn wir hier das Licht anmachen in dem Wildtyp, sieht man hier ganz viel am Anfang, wie das Licht eingeschaltet ist. Ja? Das sind ganz minimale Lichtintensitäten. Und wenn man jetzt dieses Kanalrohr da einbaut, dann kann man die Sehfähigkeit hier wieder erzeugen und hier sieht man die Lichtsignale, die elektrischen Signale, die durch die Lichtapplikation erfolgen. Und das war eigentlich das Pionierexperiment, was nochmal molekular vielleicht klarer gezeigt hat als das erste, dass man hier eine gewisse Prosthetik erzeugen kann. So, hier nochmal das System, wie es angewendet wird. Das sind die Ingenieure unter der Anleitung von Shai Shoam vom Technion in Haifa in Israel, die diese Brillen konstruieren und dann kooperieren mit den molekularen Leuten, die hier zum Beispiel das Kanalrhodopsin in der Netzhaut, ja, entweder von Mäusen oder auch von gestorbenen Patienten, sichtbar machen. Also, die Netzhaut von Patienten, die gestorben sind, kann man dafür hernehmen, um solche Expressionsstudien zu machen und erstmal zu lernen, was muss ich tun, welchen Vektor muss ich verwenden, damit es auch richtig in diese Netzhaut eingebaut wird. So, der nächste Fortschritt wurde mit sogenannten Cochlea-Implantaten gemacht. Das sind Versuche, um die Hörfähigkeit wieder zu erlangen. Da verwendet man normalerweise elektrische Impulse. Hier haben wir so einen Ausschnitt in das Hörsystem. Hier ist das Außenohr und hier ist die Cochlea, so eine kleine Schnecke hier. Und in diese Schnecke kann man Drähte verlegen, um dann elektrisch Impulse auszulösen und die Haarzellen zu aktivieren, die normalerweise mechanisch nicht mehr aktivierbar sind. Normalerweise werden die bewegt, die sind miteinander verbunden und durch diese Bewegung wird dann das Hörsignal ausgelöst. Da ist die Auflösung, die räumliche Auflösung, aber schlecht bei dieser elektrischen Applikation. Und die Arbeitsgruppe von Tobias Moser in Göttingen verwendet dazu kleine Lichtleiter und produziert das Protein in diesen Haarzellen des Innenohrs, in dieser Cochlea. Und lichtimitierende Dioden, die man hier reinbringt, die kann man heute so klein machen, dass sie noch Bruchteile von einem Millimeter groß sind. Und man macht da so eine ganze Schnecke, ja, von 100 kleinen lichtimitierenden Dioden, die man unterschiedlich ansteuern kann. Und man kann das Licht leicht, oder man kann den Schall leicht in Licht umprogrammieren. Das wird ja heute schon in der Diskothek gemacht. Ja, da gibt es diese Stroboskope, die also im Rhythmus des akustischen Signals auch Lichtblitze produzieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolg in der Behebung der Taubheit oder dieser Cochlea-Implantate über optische Systeme eher zum Erfolg wird als die Wiedergewinnung der Sehfähigkeit, weil man nicht so hohe Lichtintensitäten braucht und das System einfach konstruiert ist, um an den Originalzellen arbeiten kann, die ja noch da sind in diesem Falle, was man bei der Retinitis pigmentosa nicht machen kann, weil die Zellen ja nicht mehr existieren. So, also das ist eine sehr erfolgsversprechende Anwendung. Man erwartet dadurch eine bessere Frequenzauflösung und eine bessere Dynamik, als man sie heute zur Verfügung hat. So, jetzt möchte ich Ihnen noch ein anderes System vorstellen, das ist nämlich das Fischsystem. Das ist auch sehr gut geeignet. Das Fischsystem liegt so zwischen der Maus und C. elegans, also hat mehr Neurone als der Wurm, aber deutlich weniger Neurone als die Maus. Und damit wurden zum Beispiel Herzexperimente gemacht in der Arbeitsgruppe von Herwig Bayer, der ist hier unten aufgeführt, am Max-Planck-Institut in München. Und der hat hier ein Mikroskopsystem entwickelt. Hier sieht man die Objektive. Drei Objektive wurden dazu verwendet. Hier wurde es Infrarotlicht verwendet, entweder zum Stimulieren oder um den Fisch zu sehen. Und hier kann man das dann aufspalten und dann die unterschiedlichen Signale hier auf den CCD-Kameras aufnehmen und Bilder zu erzeugen und so weiter. So, und was man jetzt macht, man kann jetzt in dem Herzen Kanalrhodopsine einbauen und dann das Herz schlagen lassen. Das schlägt ganz normal im Dunkeln. Und wenn man jetzt belichtet, dann bleibt das Herz stehen.
Und dadurch versucht man eben herauszufinden, wie dieses Herz in dem Zebrafisch funktioniert. Und wie das funktioniert. Und hier sieht man jetzt das Video dazu. Und da sieht man, wie das Herz schlägt, da oben links. Da ist ein bisschen dunkel leider. Und wenn man jetzt das Licht anmacht, dann bleibt das Herz stehen. Das bin ich und das ist nicht das Herz. Ja? Und wenn man das Licht ausmacht, fängt es halt los. Aber eigentlich ist das Video, was dazugehört, in diese Arbeit, was man hier aus YouTube anschauen kann, schöner. Da ist das nämlich noch akustisch hinterlegt. Das kann ich mir zwar anschauen, ich kann es aber nicht runterladen. Insofern müssen Sie sich das selber anschauen, ja, wenn Sie das interessiert. Also das war der erste Ansatz, um zu verstehen, wie man das Herz stimulieren kann und auch vielleicht Interaktion zwischen Herz und Gehirn unter Stresssituationen und so weiter vielleicht zu verstehen und dementsprechend zu regulieren. Es gab parallel dazu auch Experimente mit menschlichen Herzzellen und die haben natürlich lustige Namen, wie zum Beispiel der Heartbreaker hieß die Arbeit. Ja? Und da gab es eine zweite Arbeit, die hieß Pacing Lightly, das heißt Schrittmacher, ja, leicht gemacht sozusagen, sowas. Und das Herz hat ja auch sowas Emotionales an sich. Insofern werden die Experimente am Herzen immer besonders wahrgenommen. Und da kann man hier zeigen, dass man auch in Herzzellen von Mäusen oder auch in menschlichen Herzzellen, wenn man sie in Gewebekultur hält, auch mit kleinen Blitzen diesen Schlag triggern kann. Und wenn man jetzt lange das Licht anmacht, dann kommt es auch sozusagen zum Herzinfarkt, ja, so wie so eine Dauerflimmern. Man kann das Herz dann unterbrechen. Und hier sieht man nochmal, dass in diesen Zellen hier eben auch die Signalstärke, wenn man es an der richtigen Stelle stimuliert, wo dieses Signal ausgelöst wird, bevor es sich übers Herz ausbreitet, haben Sie im letzten Bild am Zebrafisch schon gesehen, kann man das hier sehr genau stimulieren. Und die Erwartung ist, dass man hier auch bestimmte Eingriffe in das Herz oder bestimmte Regulationen einerseits besser versteht und vielleicht auch hinterher als optische Schrittmacher nutzen kann. So, wie viel Zeit haben wir denn? Wann sind wir denn angefangen? Jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Wir haben hier noch photoaktivierbare Zyklasen, das sind Enzyme, da möchte ich nur kurz drauf eingehen. Die verwenden nämlich einen anderen Chromophor, nämlich ein Vitamin B2. Und das sind lösliche Proteine, die mit einem Enzym verbunden sind, was den zyklischen Nukleotid, Cyclo-AMP, produzieren kann, was ein wichtiger Messenger auch in unserem Organismus ist. So, den kann ich auch hier in Neuronen einführen und dann kommt es zu Signalen. Und da ist die Frage, was kann ich damit machen? Und hier habe ich nochmal ein Experiment von meiner Kollegin Sujin Ryu aus Mainz. Die hat das nämlich verwendet, auch im Zebrafisch, die Stresssituation, die eine Informationsweiterleitung vom Hypothalamus über die Hypophyse in die Nebenniere und dann zur Cortisolausschüttung verwendet. Die kann ich auch in einer ganz bestimmten Weise beeinflussen, sodass ich dann die Frequenz, das ist jetzt am Fisch wieder gemacht, wie der Fisch jetzt zwischen Dunkel und Licht hin und her wandert, weil er Angst hat oder nicht, da sehr genau steuern kann. So, hier ist das Zebrafischgehirn. Hier sehen Sie schon, das ist deutlich komplizierter als das C. elegans-Gehirn. Und um das zu verstehen, brauchen wir wahrscheinlich schon eine ganze Menge Zeit. Und hier können wir uns vorstellen, dass die Komplexität des Mäusegehirns nochmal ein Faktor 100 größer ist wahrscheinlich. Und die des menschlichen Gehirns nochmal ein Faktor 20. Und deswegen ist es nicht so schnell in Sicht, dass wir die Funktion jeder einzelnen Zelle verstehen. So, und jetzt haben wir das letztlich auch benutzt, um dieses System, das Cyclo-AMP produziert, mit Kaliumkanälen zu verbinden. Und das war ein weiterer Durchbruch, weil man diese Kaliumkanäle benutzt zur Repolarisation und damit zur Inhibition. Und das ist eine neue Anwendung, die hat jetzt meine Postdoktorandin verwendet, um hier einen Cyclo-AMP aktivierten Kaliumkanal anzusteuern. Und wenn ich hier einen kurzen Blitz gebe von 10 Millisekunden, also ein Hundertstel von einer Sekunde lang, dann kann ich lang anhaltende Hyperpolarisation und Inhibition von Zellen produzieren. So, und hier kann ich natürlich durch dieses Verstärkungssystem 10.000 Mal mehr Ladung transportieren, wie ich das mit einer Pumpe kann. Hier ist das nochmal in Herzzellen gezeigt, da funktioniert es genauso. Ich kann hier mit einem kleinen Blitz das Herz sozusagen lahmlegen über viele Sekunden und auch die Kontraktion reagiert entsprechend darauf. Das heißt, auch das System kann ich verwenden, um Herzzellen zu steuern. Hier ist das nochmal in pyramidalen Neuronen gezeigt. Hier sehen Sie nochmal schön, dass man hier die Verteilung
dieses Kanalrhodopsin sehr genau sehen kann, an der Fluoreszenz, und wir wissen damit immer genau, wo wir stehen. Gut, das will ich jetzt nochmal zum Abschluss nehmen, das Experiment gar nicht weiter erklären. Was wir hier machen oder wo jetzt zurzeit die Forschung ist, wir wollen also weggehen von einer reinen Depolarisation oder Hyperpolarisation der Plasmamembran, auch auf innere Strukturen der Zelle, um die besser zu analysieren, verstehen zu können. Und da können wir hier Transport mit steuern, wir können Dinge in Mitochondrien anschauen, wir können hoffentlich bald Genexpression steuern, und wir wollen Modalitäten in einer Zelle kontrollieren, die bisher nicht zugänglich waren. Gut, das haben wir hier gezeigt mit einem Experiment, das ist das letzte. Hier haben wir eine Pumpe in solchen neuronalen Vesikeln eingebaut, indem wir die dazwischen dieses Synaptophysin gebaut haben. Das ist ein Protein, was nur in diesen Vesikeln vorkommt. Und indem man diese lichtaktivierten Proteine mit endogenen Proteinen koppelt, die in ganz bestimmten Kompartimenten vorkommt, kann man auch das Protein der Wahl gezielt in diese Kompartimente einbringen und dann mit Licht die Funktion dieser Vesikel steuern. Das will ich jetzt mal übergehen. Die neue Technologie, wo soll die hingehen? Eine Zielsetzung ist natürlich, kontaktfrei zu aktivieren. Das heißt, noch weniger invasiv als bisher. Wir brauchen ja jetzt noch einen Lichtleiter, der unsere Lichtquelle verbindet. Die Lichtquelle, das sind Mini-LEDs, die werden auf den Kopf der Maus eingepflanzt, und wir können durch einen Telecommander, wie Sie für das Fernsehen verwenden, die Maus also nicht invasiv steuern. Licht an, Licht ausschalten. Das ist eine bestimmte Zielsetzung. Wir können möglicherweise auch Ultrasound, ja, Ultraschall verwenden, magnetische Wellen und Radiowellen und so weiter. Gut, was sind die Aussichten? Die Optogenetik ist ein universelles Werkzeug in der Neurobiologie, weil es hochspezifisch und wenig invasiv ist. Und wir können mehr Verhaltensexperimente an freilaufenden Tieren machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um die Tiere in möglichst normaler Umgebung studieren zu können. Aber ich denke, es ist noch ein weiter Weg von der Optogenetik im Zebrafisch und Maus bis zur optogenetischen Therapie am Menschen. Gut, das ist meine Arbeitsgruppe. Da kann ich nicht die einzelnen Leute vorstellen, die die Experimente bei uns machen. Und es gibt natürlich fast mehr als 1000 Arbeitsgruppen mittlerweile, die sich mit der Anwendung in der Neurobiologie beschäftigen. Und hier natürlich einige Geldgeber. Und der wichtigste Geldgeber ist hier natürlich angezeigt, ja, die Hertie-Stiftung, die unsere Arbeit auch unterstützt, und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Und dann gibt es natürlich eine Menge Kooperationspartner, die möchte ich immer stehen lassen, mit denen wir kooperieren, in erster Linie Karl Deiser oder Stanford, mit denen wir viele Experimente über die Jahre gemacht haben, aber auch natürlich eine ganze Menge andere Kollegen, Spektroskopiker und so weiter. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.